Demokratiezentrum ist angesiedelt im Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung hier in Mainz und wird gefördert vom Bundesprogramm Demokratie leben. Das Demokratiezentrum bündelt Projekte zur Extremismusprävention und Demokratieförderung, sowohl im Bereich politisch motivierter als auch religiös begründeter Extremismus. Im Folgenden gucken wir uns die drei Projekte an, die im Bereich religiös begründeter Extremismus tätig sind. Das sind einmal die Workshops Wie wollen wir leben vom IB, die Beratungsstelle Salam und das Präventionsnetzwerk Divan. In dem Projekt geht es darum, mit jungen Menschen in den Austausch zu kommen, verschiedene Diskriminierungsformen zu thematisieren und ein Bewusstsein für gesellschaftliche Herausforderungen zu schaffen. Und gemeinsam mit den Jugendlichen wollen wir dann Handlungsstrategien und Lösungswege erarbeiten, wie sie selbst aktiv werden können und auch uns die Frage, wie wollen wir Leben annähern. Die Workshops richten sich an Schülerinnen und Schüler, Klassenstufe 5. bis 13. Klasse hier im Raum Mainz. Und unser Ziel ist es auch, Multiplikatoren und Multiplikatorinnen in den Schulen zu adressieren, die diese Arbeit dann weiterführen. In unseren Workshops nutzen wir ganz verschiedene Methoden, um uns den Themen rund um Glauben, Identität, Geschlechterrollen, aber auch Stereotypen anzunähern, um dann auch einen Perspektivwechsel bei den Jugendlichen anzuregen. Also wir wollen, dass die Jugendlichen mit Denkanstößen aus den Workshops rausgehen, ohne dass wir viel vorgeben. Der Fokus unserer Arbeit liegt neben dem Inhaltlichen auch auf dem Peer-to-Peer-Ansatz, um den Schülerinnen und Schülern eben auf Augenhöhe zu begegnen, um ihnen einen Raum zu schaffen, um bewertungsfrei über solche Themen zu sprechen. Uns ist es wichtig, den Jugendlichen zu vermitteln, dass sie selbst ein bedeutsamer Teil der Gesellschaft sind und auch selbst für ein friedvolles Miteinander aktiv werden können. Salam informiert und sensibilisiert rund um das Thema Islamismus. Außerdem machen wir Distanzierungsberatungen zu einem Islamismus, der geprägt ist durch Demokratiefeindlichkeit und gewaltbefürwortenden Haltungen. Das Beratungsangebot richtet sich an Menschen, die eine Hinwendung zum religiös kontextualisierten Extremismus aufweisen oder bereits darin involviert sind. Es werden ebenso Fachkräfte und Angehörige angesprochen, um sie in ihrer Einschätzungsfähigkeit und Umgangsweise mit radikalem Verhalten zu unterstützen. Ebenso geht es in unserer Arbeit aber auch darum, nicht zutreffende Radikalisierungsvermutungen aufzulösen, um Stigmatisierung entgegenzuwirken. Die Beratungsstelle Salam bietet neben der Beratung Fortbildung und Workshops an. Unsere Beratungen sind kostenlos und mobil, um einen niedrigschwelligen Zugang zu ermöglichen. Divan ist ein rheinland-pfalzweiter Zusammenschluss von AkteurInnen, die im Bereich diversitätsorientierte Jugendarbeit und positive Jugendentwicklung tätig sind. Das bedeutet, das Projekt ist angesiedelt im Bereich der universellen Prävention. Unsere Zielgruppe sind sowohl Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendhilfe, schulisch wie außerschulisch, aber auch aus der Zivilgesellschaft, wie zum Beispiel dem Ehrenamt oder aus Vereinen. Und gemeinsam ist eben die Schnittstelle Entwicklung und Radikalisierung. Die Treffen finden regelmäßig 4-mal im Jahr statt und haben die 2 Schwerpunkte Vernetzung der AkteurInnen untereinander und Informationsvermittlung im Sinne von, welche neuen Entwicklungen gibt es, welche neuen Strömungen tauchen auf und wir bieten gemeinsam mit Salam Fortbildungen an. Radikalisierung und Extremismus sind gar nicht so einfach zu erkennen und zu verstehen. Bei Fragen oder Unsicherheiten rufen Sie uns doch einfach an oder schreiben Sie eine Mail.